Honam Fest. Meine Mitspieler reden schlecht hinter meinem Rücken über mich, Trainer, bitte hilf mir. Unser Michel ist voller Stolz, ein mächtiger Angeber. Am Onamfest wird des Tages gedacht, an dem König Bali gedemütigt und gleichzeitig von Gott in der Gestalt des Avatars Vamana gesegnet wurde. Bali nannte sich Herrscher der drei Welten, denn keiner konnte ihn an Kraft übertreffen. Sein Stolz und sein Ego kannten keine Grenzen. Während Bali ein großes Opferfest abhielt, kam Gott in der Gestalt Vasmanas, des Zwergs, zu ihm. König Bali hielt ihn für einen Brahmanenjungen und fragte ihn der Sitte entsprechend: Hast du einen besonderen Wunsch? König, bitte gebe mir so viel Land, wie ich mit 3 Schritten abmessen kann. Du darfst dir viel mehr wünschen. Ich habe mehr Land, als ich brauche. Inzwischen hatte der Lehrer und Meister des Königs den Zwerg erkannt und warnte seinen Herrn. Herr, sei bitte nicht leichtsinnig, wahrscheinlich steht Gott selbst vor dir. Das ließ Balis Stolz noch mehr anschwellen. Wenn Gott selbst zu mir kommt, um sich beschenken zu lassen, sagt das nicht, dass ich größer als Gott bin? Sein Stolz war schnell gebrochen. Vamana nahm seine kosmische Gestalt an und mit dem ersten Schritt dehnte er sich über die ganze Erde. Mit dem zweiten Schritt bedeckte er das Weltall und das Universum mit allem, was darin war. Wohin hätte er den dritten Schritt setzen sollen? Da bot ihm Bali sein eigenes Haupt dar. Setz deinen Fuß auf mich, ich bin dein. Fortan musste Bali in der Unterwelt leben. Onam ist der Tag, an dem Vasmana als göttliche Inkarnation auftrat, um der Menschheit die Lehre zu erteilen, dass Stolz zum Untergang führt. Als Balis Selbstherrlichkeit auf diese Weise gebrochen war, war er geläutert. Da segnete Gott ihn und erfüllte ihm seine Wünsche. Er versprach Bali, er werde stets seine Zuflucht und sein Schutz sein. Einmal im Jahr, am Onam-Tag, ist es Bali gestattet, aus der Unterwelt aufzusteigen, sein Reich zu betrachten und die Verehrung seiner Untertanen entgegenzunehmen. Dieses Fest ist Erinnerung an beides, Vamanas Erscheinen und Balis Wandlung. Das ist deine Aufgabe. Halte deinen Feind, Egoismus, unter Kontrolle, da dessen Kind, der Stolz, sehr gefährlich ist.